Guten Abend. Mittwoch, 18 Uhr. Der Stream beginnt. Es heißt Space Engineers. Am Montag konnte ich leider nicht streamen. Das tut mir unheimlich leid. Denn, da wo die einen Corona zu Hause bleiben müssen, müssen sie auch manchmal weiterarbeiten. Und ich arbeite nun mal in einer Firma, die dafür sorgt, dass Menschen sowas können. Wir mussten eine brachiale Welle an Heimarbeitsplätzen einrichten bei uns in der Firma. Also wir als Dienstleister für andere Firmen. Und nun ja, das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Ich habe sehr viel gearbeitet die letzten zwei Tage. Aber nun ist es ja endlich soweit. Heute, allerdings auf Mittwoch, so wie letztens schon mal angekündigt, es ist halt so, dass wir nur bis 21 Uhr machen. Denn um 21 Uhr nehme ich mit meinem Kollegen Dr. Dreist die neue Folge Flakursch, der Podcast, auf. Ja, heute Space Engineers geht weiter. Das Ganze soll nicht alleine stattfinden. Wir begrüßen an dieser Stelle Jim Bacon. Oh, das hat nicht funktioniert. So, jetzt guten Abend, Jim Bacon. Einen recht wunderschönen guten. Ja, jetzt weiß ich nicht. Hat Jim Bacon alleine weitergespielt? Hat er das nicht getan? Ich weiß es nicht. Fragen wir ihn heute live bei uns. Ja, guten Tag, hier ist Jim Bacon. Ich habe tatsächlich mein kleines Bauprojekt ein wenig in Richtung Vollendung gepusht. Hab's auch erfolgreich getestet tatsächlich. Okay. Bin also abgehoben. Abgehoben ist er. Und hat sich ins Weltall begeben. Dort wurde er von einem herumirrenden Satelliten gerammt. Wie bitte? Da war ein Signal, das ich aufgefangen habe und ich wollte es erkunden. Oh fuck. Macht aber nichts. Ich habe natürlich einen Anzug an und habe das dann im Weltall reparieren können und wieder sicher landen können. Allerdings fehlt mir jetzt ein bisschen von dem Raumschiff, aber sonst alles gut. Es ist übrigens das angedockte Raumschiff. Ja. Das angedockte? Okay. Ach so, okay, verstehe. Alles klar. Und dann ist mir auch während des Fluges klar geworden, das Ding ist viel zu klein. Es war ja nur ein Test, ne? Mit, ja, klar. Mit Atmo und Hydro. Aber ich werde das jetzt auf jeden Fall nochmal eine Nummer größer bauen müssen. Ja, stark. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Inventarmäßig, Inventar ist natürlich leer. Ich glaube, ich habe meine Sachen beim letzten Mal nicht weggeräumt. Kann sein, dass ich neue bauen muss. Nö, hier ist nichts drin. Hier auch nicht. Ich weiß, dass ich die beim letzten Mal, oder beziehungsweise als ich allein war, wegsortiert habe. Und habe sie jetzt aber auch nicht mehr wiedergefunden, als ich gestern hier war. Okay. Ganz merkwürdig, ob das irgendwas mit diesem, mit dieser Kryokammer zu tun hat oder so. Vor allen Dingen hatte ich ich sag mal, irgendein Bauteil, ich weiß sogar noch was, so Stützen an dem Raumschiff angebracht und dachte mir so, ja okay, dann sehe ich ja diese Stützen und weiß ich ja, wo ich war mit dem Baufortschritt, ne? Ja. Ein Tag später komme ich wieder, hab nichts mehr, auch nicht vom Wegsortieren. Und diese Stützen sind weg. So, als ja. Wenn er so ein Zwischensafe irgendwie geladen hätte. Oder pass so. Auf, da habe ich eine Theorie zu. Und zwar. Und zwar folgendes: Der Server macht alle 10 Minuten einen Autosave. Das meine ich. Und der startet nachts neu. Und lädt dann nur den Speicherstand. Und macht nicht vorm Runterfahren sozusagen den Speicherstand. Hm. Daher wird sicherlich kommen. Also, was wollte ich sagen? Ja, genau, da kam dieses Teil, hat mich hier vorne ein paar Turbinen und sowas gekostet. Ja, was heißt denn, das kam? Also, ja, es flog da oben rum. Es war jetzt aber nichts Aggressives, es war nichts, was irgendwie... Okay. Und ich dachte mir so, okay, das hast du noch nicht gesehen, flieg mal hin. Und das, scheinbar hat sich das irgendwie bewegt in einem Orbit oder so. Naja, wie dem auch sei. Durch diese fehlenden atmosphärischen Triebwerke
Ja. Bin ich etwas scharf runtergekommen. Hab nur so geguckt, okay, wo ist die Eisfläche, ne? Dass ich mal irgendwie grobe Orientierung zur Base hab. Deswegen ist mir hinten auch ein bisschen was weggesplashed da unten. Aber egal, ich mach. Warum baust du es nicht gleich in groß? Ja, mache ich jetzt. Also mit großen Blöcken, meinst du? Ach so. Mit großen Blöcken? Ja, richtig mit Zunder, Alter. Übrigens habe ich im Assembler hier drüben neues Werkzeug angefertigt. Ich weiß ja nicht, wie du jetzt... Gleich schon mal Stufe 3. Wir haben so ein bisschen Platin haben wir ja rumliegen gehabt. Gönnen wir uns mal was. Gut, die kassiere ich schon mal ein. Zack. Ja, ich habe mein Werkzeug aber noch hier jetzt, komischerweise. Okay. Also Stufe 3, ne? Also wäre quasi wahrscheinlich ein Upgrade, nehme ich mal an. Gut, wir gucken uns an, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Das würde ich nämlich gerne noch zu Ende führen. So viel ist es, glaube ich, auch nicht mehr. Was ist los mit dem Laden? Ist er ausgeschaltet? Ne, jetzt fährt er. Kriegst du das irgendwie so hin, wenn du mit dem großen Moped hier unterwegs bist, dass der das Eis nicht direkt verarbeitet? Sondern richtig lagert, dass wir so mehr Eisreserven haben, meinst du? Ja. Nee, nur durch Overdose, also nur durch richtig viel Eis. Würde das irgendwann passieren, ja? Das wird aber dauern, weil ja die ganzen Hydro-Engines gar nicht mehr gefüllt sind. Naja, also ich kann eben losziehen und 2-3 Spuren Eis holen. Können wir mal gucken. Ja, muss nicht jetzt sein, ne? Das ist nur so eine allgemeine. Ja, andernfalls müssen wir einfach nur einen zweiten Undock-Punkt machen, wo wir das Eis einfach einspeichern. Oh nein! Ah, jetzt. Gut, ich dachte schon wieder hier. Okay. Achso, noch was ist mir aufgefallen. Ja. Kann ich dir jetzt schlecht zeigen. Doch könnte ich. Theoretisch. Dass die Triebwerke Hitze erzeugen und andere Blöcke beschädigen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Zumindest weiß ich jetzt die Reichweite. Okay. Ist das nicht unterschiedlich, je nachdem, was es ist? Und wie groß das Triebwerk? Also diese kleinen Hydro-Triebwerke hier, die haben wir nämlich hier unterwegs, die habe ich ja erst im Weltall gezündet, so wie es sein soll. Ja. Die haben mir dann allerdings hier so eine Zuleitung gesprengt. Oh, fuck. Ja. Dann habe ich das ein bisschen umgebaut. Und da funktioniert alles. Es war eine recht abenteuerliche Reise, wie du schon mitkriegst. Aber dieses 100 Meter pro Sekunde, das geht einem echt auf den Sack, ne? Ja, sag ich ja. Wir können den Mod sonst nachher installieren. Müssen wir halt den Server mal runterfahren. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das direkt in groß bauen soll, Alter. Warum nicht? Wovor hast du Angst? Ich würde eskalieren direkt, ey. Ja, ich ja auch. Ich würde halt eine Rakete bauen, die von innen erstmal wie so eine Station wirkt.
In dem Raum stehen noch ganz viele Sachen. Was stehen denn da so für Sachen? Was machen Sachen? Motoren, interne Panzerung, große Stahlröhren. Ach, sowas. Ja. Keine Ahnung, versuch da bei deinen Bauereien irgendwie aufzubrauchen, aber. Oder. Okay. Sonst sowas. Das sind nicht geringe Mengen. Ja, kann sein. Weil der Plan ist jetzt, den ich so hatte. Warte mal, wo bist du gerade mit dem Fahrzeug da hinten? Mitten auf dem See. Ja, ich seh's. Ich seh's. dass man ja eventuell da rangehen kann an deine Docking Station und von da direkt das Eis wegschaufeln aus diesem Fahrzeug in die dann Flugzeugtriebwerke, ne? Ja. Und es wäre, glaube ich, auch schlauer, den Connector nach unten zu setzen. Oder zur Seite oder so. Aber nicht so, wie wir das hier haben. Okay. Weil du hast ja gesehen, das Flugzeug steht jetzt auf der Platte und hat den Connector-Rüssel ganz ausgefahren, dass er verbunden ist. Ich hatte das vorher, dass der in der Luft hing und ich mich quasi von unten angedockt habe. Ja. Also rangeflogen bin. Da habe ich Triebwerke ausgemacht und so weiter, ne? Aber wenn du dann wieder raus willst, dann musst du ja Connector ausmachen, dass der sich löst. P drücken, dass du nicht mehr mit der Base verbunden bist. Und die Triebwerke zünden, dass du nicht runterknallst auf den Boden. So, und das Ganze hat eine halbe Sekunde gedauert. Und in der Zeit hat er sich nicht ganz gelöst, ist so aufgeschaukelt und die Hälfte von dem Ding ist weggesprungen. Oh Gott, okay. Deswegen entweder steht das Ding oder irgendwie seitlich so, ne? Damit sowas nicht passiert. Ja. War, glaube ich, gar nicht so schlau, was ich hier gemacht habe. Ich habe einfach gedacht, komm einfach irgendwo auf den See und ein bisschen Eis farmen und so. Aber jetzt hat man hier halt volles Loch drin. Ja, gut, haben wir genug von, ne? Ja, aber die anderen sind ja so bei den Ärzten, weißt du? Da weißt du so ein bisschen, okay, vorsichtig sein. Oder meinst du jetzt hier die Asteroideneinschläge? Sowohl als auch. So, gut, das Ding hat sich die ganze Zeit aus unserem Base-Generator bedient hier. Mhm. Tanks. Ich werde das jetzt mal woanders hinstellen und ausschlachten. Jetzt kommt Mr. Red. Mr. Red fragt übrigens, wann wir denn endlich bei Planetside ankommen. Ja. Ich muss gleich erstmal Call of Duty spielen, Alter. Was für ein Scheiß, ey. Kostenlos, Alter. Ja, aber es nützt ja nichts, wenn es scheiße ist, also. Doch.
Planet Side 2 ist ja auch kostenlos. Nee, Goat of Duty. Ja. Nicht Call of Duty. Ich hab's mir angeguckt. Nein, nein, aber Planet Side 2 ist auch kostenlos. Hier, ich mein, Mr. hier. Ach so. Es handelt sich um eine Ziege. Oder eine Bande von Ziegen, die in den Krieg ziehen. In den Krieg ziehen? In den Krieg ziehen. Aber sonst, Call of Duty ist auch kostenlos. Zumindest der Battle Royale Modus. Ja, genau. Ziegenspiel hat mir mein Chef erstmal was erzählt. Mir war erstmal nicht schlecht gekommen. Alter, da liegt irgendwas. Alter, das ist so ein Satellit. Ja, vielleicht sind das ja auch Teile von meinem Raumschiff. Nee. Okay. Yay! Na nu? Ah! Vielen Dank! Kriegt das nach dahin manövriert, ey. War nie. Okay. Der Piston ist irgendwie verstellt. Was ist mit ihm? Was denn, Alter? Wieso? Der sitzt doch hier ganz normal. Ja. Gut, im Stream hat man es. Ist halt zu schnelle Übersetzung, aber der war eben so wie ganz ausgefahren. Ganz komisch.
gewusst, dass du mit dem Werkzeug Doppelklick machen kannst und das dann so lange läuft, bis du wieder klickst? Nee, Alter. Stark. Sachen gibt's das so. Ja. Storm inbound. Haben die Dinger überhaupt noch Munition? Ja. Ja? Ja. War auch nicht mehr viel. Ups.
Fuel critical. Hm. Ah, Glück gehabt. Aber willst du Eis bunkern oder willst du Wasserstoff haben? Ja, eigentlich sowohl als auch, ne? Okay. Wasserstoff kannst du ja nicht als Gut durch die Gegend reichen, so, ne? Na klar, also mit Tanks halt, ja. Und Leitungen und so, ne? Ja, aber ich meine, du hast jetzt nicht einen Block, der heißt, ich habe 100 Wasserstoff. Nö. Und schiebst den in einen Tank oder so. Aber der wiegt ja auch. Hat er Vor- und Nachteile. So.
Sei auch. Corona. Das ist schon der zweite Kunde von uns, ne? Wie, waren die online gegangen oder was? Achso. Ja, aber bei uns ist ein Kunde zum Beispiel in Quarantäne, weil er aus dem Skiurlaub kam. So. Ja. Bei uns kam auch einer aus dem Skiurlaub. Das ist seltsam. Jetzt kommen, weil die da so viel rumhühnern. Das kommt wegen dem ganzen Abriss-Ski, glaube ich. Ja, ah, Genius. Es geht. Rückwärts rollen lassen, damit ich das Ding schon früher einfahren kann. Also ich hätte jetzt hier eine größere Menge Eis gerade vorrätig. Unsere Base frisst allerdings auch ganz viel, weil halt ja. Die Puffer noch nicht gefüllt sind. Also was heißt eine größere Menge? Ja, so eine große Cargo-Box voll, jetzt gerade. Eine große Cargo-Box, also so 40.000 oder was da reingeht? 410. Ach so, eine große Box, ja. Aber die wird die Base sich gleich auch einverleiben. Mhm. Ja, ist mir egal. Aber das ist schon mal eine gute Menge.
Ja, pro Runde, ne? Also pro Runde sind es zwei große Cargo-Boxen voll. Quasi einmal absenken. Edel. Machen wir das quasi ad hoc, wenn wir es brauchen. Kann die Base sich hier noch weiter volllutschen? Ad hoc. Mann. ASAP quasi. Ja, nee, denn diese kleinen Cargo-Boxen, die ich hier, oder kleinen großen Cargo-Boxen, die ich in den Fahrzeugen hatte, gehen ungefähr 40.000 rein und das wurde richtig schnell ausgelutscht von den Generatoren. Also, ja, neues Prinzip. Alter, das Werkzeug ist richtig Gold wert, Mann. Ich muss das Spiel gleich mal neu starten. Mein Typ spackt hier voll ab. Wee. Alter, aber richtig. Ich habe aber nur so ein Disconnect. Jo, bei mir spielst du jetzt auch dreimal Space Engineers. Sehr geil. Ah ja, besser, oder? Wow. Kann man eigentlich zwei Cockpits setzen und zwei Leute können steuern? Ich glaube, ja, du kannst irgendwie den Cockpit, du musst mal in die Einstellung fürs Cockpit gehen. Man sich da reinsetzt, mal hier reinguckt. Fighter Cockpit, da, Control Thrusters und so weiter. Also steuern im Sinne, ich glaube, einer kann mit der Maus steuern. Der andere kann aber über die Tasten unten, naja, Triebwerke zuschalten oder sonst sowas machen. Okay. Aber sonst müsste man ja Passagiersitz bauen. Ich weiß nicht, ob der so ohne weiteres überleben kann. Weißt du, wie ich meine? Wie Der meinst du Cockpit ist überleben? ja, Cockpit ist ja voll mit Sauerstoff und ist warm und so. Ja, bauen großes Mann. Hä? Außerdem kann man sich auf sich bewegenden Schiffen ja bewegen. Man muss gar nicht sitzen. Wenn ich mir die Teile angucke für ein großes, Alter, das artet schon wieder nur aus. Die Größe, ey. Das kann man hier gar nicht platzieren. Was? Natürlich, Alter. Ja, ganz ein See vor dir. Dann Ja, gleich pass die Dings hier, die Drills da drunter setzen, den auf. kompletten See auffressen und danach abhauen. Das wäre der richtige Weltenernter. Aber aus dem Ei gesehen, es gibt übrigens noch einen See, ne? Einen Ja, recht es sollte hier ganz größeren. viele geben, will ich Der hoffen. ist. Ja, nee, gar nicht so viele. Aber der ist Okay. größer als der hier. Das kommt ja also nur auf die Größe an, ja? Die Masse, ey. Ja, das Eis an der richtigen Stelle, würde ich sagen.
Whitelist, Small Steel Tubes. Jetzt müsste ich das hier rüber eigentlich rausfinden können. Nee. Ja, ist ja geil. Oh Gott, wie mache ich denn das jetzt? Da drunter? So, der dritte ist Motor. Alter, das kann ja jetzt eine Reise werden hier. Moin, Juka.
Ach, moin. Sag mal, hatte ich letztens mal so ein Gespräch hier, ob man nicht eine Taste gedrückt halten kann, um so Flächen zu ziehen und sowas? Hast gefunden oder was? Creative. Nee, das geht nur um Creative. Ja, Wenn. ärgerlich. Ja, Digga, so ein bisschen Metall da, Alter. Mal hier, kannst du richtig schön einfach mit dem. Hast du das dreie Werkzeug mittlerweile rausgeholt? Ja. Das geht doch voll easy. Oder ja, dafür noch einen Schweißroboter bauen. Vier, fünf, sechs, sieben. Okay, das passt. Die Munition liegt ja hier auch noch in unserem temporären Komponentenordner da. Das ist aber die falsche. Was? Das ist hier Handmuni. Nee, nee, so eine Kiste liegt da. Ja? 47 Mal. Aber mit NATO-Dingens? NATO-Munitionskasten. Na wunderbar. Stell ich mir mal gerade eine Tasche und bring die mal hier oben zum. Da ist glaube ich gerade was schief gelaufen. Wie es mir auch absolut gar nichts ausmacht, hier so eine Packung Uran mit auf der Tasche zu haben. Das ist schön warm. Inventory full. Fuel low. Fuel critical. Ja, was soll man hier auf den Sack gehen hier? Ich würde sagen, mit einer Packung Uran auf der Tasche ist dir warm bis ans Ende deines Lebens. Ja, das stimmt.
ich das da nicht platzieren? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ach, da liegt auch noch was. Okay. Und wie war das, Yuka? Hast du jetzt auch Homeoffice? Metal Grid, dann kommt Large Steel Tube. Interieur-Dingens da. Das ist einmal I. Och, Alter. Construction Components habe ich schon. Dann noch Computer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. Okay. Hier das gleiche Spiel. Steel Plates. More Steel. Motor. Metal Grid. Large. Construction Components. So. Interior Plates und Computer. Sauber. Energy low.
Ach shit, der war ja nicht mit drin. Eigentlich ziemlich dämlich. Die kann ich nämlich auch noch alle auffüllen hier. Oh, endlich! Jetzt müsste alles stimmen und passen und... Oh, komm schon, ey! Was eine Arbeit! Oh, machen wir einen Test? Oh, ja. Das war ein Lag. Was los? Das funktioniert schon mal so, wie ich dachte. Das ist alles hier jetzt nur so ein Testaufbau. Aber guck mal, du siehst hier, ich habe einen großen Frachtcontainer hier unterm Cockpit. Ja. Und rechts daneben diesen Sauerstoffgenerator und die sind verbunden, so wie sie hier stehen. Ja. Der frisst gerade aus dem großen Eis. Und lagert das dann hier in den Tank rein, weißt du? Ja. Dann kann man das so mal schon mal so, wie sagtest du, so schön modular fortsetzen. Ja. Ja, dann so noch so ein Generator auf die andere Seite, ne? Ja, genau. Euch immer ein bisschen Kobalt zu füttern geben hier? Nee, wir holen Kobalt. Was geht denn? Dafür haben wir doch unsere Maschine, Junge. Huch. Okay, das war direkt weg. Hier ist schon gar nichts mehr drin. Und dann mal los.
meinen Metallabfall eigentlich irgendwie loswerden? Ich glaube, den musst du nur in die Raffinerie schmeißen. Okay. Muss wahrscheinlich von Hand machen. Das ist aber kein Kobalt. Ein bisschen Eisen mitgenommen. Sieht auch ein bisschen mitgenommen aus. Oha, vielleicht sollte ich mal den Steinauswurf einmal kurz anmachen. Toll. Genau dran vorbei.
Ach, da macht er wieder Eisen draus. Ja, cool. Mein, die Jungs wollten wir uns alle ja auch nochmal angucken, ne? Die Roten. Ja, gut, ne? Der kommt dann halt sofort. Ja, wir brauchen halt zwei, drei mehr Geschütze, so die vielleicht auch weiter vorne stehen, mal. Dass der gar nicht erst so nah rankommt. Hm. Oder irgendwas Mobiles, gut gesichert ist. Ja, eben. Ich weiß halt nur nicht, ob ein Fluggerät das Richtige ist. Das ist sehr labil alles. Das habe ich festgestellt. Was war das so das Neue, ne? Jo. Shit, da hat irgendwas gescheppert. Ich hab nichts gehört. Ne, bei mir am Fahrzeug. Achso. Aber das war, glaube ich, nur der Erdsensor. Oh, ich bin ganz schön schnell, Alter. Und am Sliden. Mit dem 3,5 Millionen Kilo Fahrzeug. Mit der Kamera ist Gold wert, ne? Ist echt so. Das sieht von hier butterweich aus. Oh fuck, aber ist ja jetzt zum Beispiel noch. Ich glaube, das war jetzt mein erster Fehlversuch. Nee, da geht noch nichts. Da bin ich mir ein bisschen verkiekt.
Ah, sehr ungünstig. Da habe ich mich irgendwie mit der Seite vertan. Super, nun mach hier. Wie das Ding da immer dran vorbeibacken muss. Wenn ich groß bin, möchte ich mal Skripte haben, die mir auf dem Bildschirm alles anzeigen. Im Cockpit, ne? Ja, Mann.
Jop, er soll ja Kobalt für die nächsten 400 Jahre. Das Geile ist, du musst dir mal Videos angucken von Space Engineers so bei YouTube. Von Waffenproduzenten. Völlig krank, Alter. Völlig krank. Raketen, die von einem Schiff abgefeuert werden, auf irgendwie das nächstgelegene Ziel zufliegen. Und vorne sind halt Flexköpfe dran, so, weißt du? Ja. Und die heften sich dann an das gegnerische Fahrzeug und fangen an, das einfach durchzubohren. Und gegebenenfalls, ach genau, wenn die angefangen haben, auf etwas zu stoßen sozusagen, also wenn die auf etwas gestoßen sind, dann heften die sich da ja mit den Gearblöcken dran. Und dann geht ein Timerblock los und nach einer gewissen Zeit, nach Zeit X quasi, werden die Sprengköpfe gezündet. Das heißt, wenn das Ding im Fahrzeug drin ist, geht das erst hoch. Ey, nur geile Sachen. Raketen, die sich in so einen Spin bewegen, also für einen Planeten, geht aber auch im All, aber so für einen Planeten, der kannst du GPS-Koordinaten mit auf den Weg geben. Und dann fliegt die halt aus dem All auf das Ziel zu, fängt an, sich in den Spin zu bewegen und Sprengköpfe auszustrahlen, die dann wie so eine Matte auf den Boden drauf klatschen. Alter, das ist völlig krank. Die Jungs haben es auf jeden Fall richtig raus. Tja, und so sieht scheinbar eine Kobaltader aus. Shit, was ist denn hier schon wieder kaputt gegangen?
Stabil ist was anderes. Egal. Ups. Alter, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Okay. Die Maschine funktioniert hier, diese Produktionsmaschine. Und vor allen Dingen auch so, wie der, ich glaube, Captain Marco beim letzten Mal vorgeschlagen hat. Ich bin mir aber nicht sicher, wer es war. Achso, dass da alles reinläuft? Genau, und jetzt hast du hier vorne den Connector, wo du mit der mittleren Maustaste sozusagen dich einfach bedienen kannst. Also Umzug oder was? Ja, Ware, also den Kram auf jeden Fall umziehen und vor allen Dingen wird es für dich vielleicht auch ein bisschen entspannter, da vorne zu bauen, weil irgendwann wirst du sicherlich in die Bretagne kommen und einzelne Sachen nachproduzieren müssen. Auf der anderen Seite, die Maschine, die Straße da hinten produziert ja auch nicht alles. Nur so die 8 wichtigsten Sachen. So ganz spezielle Sachen wie Displays und so, die man halt irgendwie voll selten braucht. Da kann man nur einzelne, das mache ich jetzt auch einfach mal. Ja, in der Assembler alles eins, 500 Stück davon herstellen. Warum nicht gleich 1000? Huch, das ist ja der Assembler 2. Ne, der soll das doch gar nicht.
Okay, ich denke, ich will mal ein ganz kurzes Päuschen machen. Ja, ne? Genau, das wäre eigentlich auch ganz fett, wenn du hier sozusagen den Laden leer arbeitest, allerdings nichts mehr nachproduzieren, ne? Ja. Ja. Mal gucken. Wie heißen diese Terminals, Alter? Welche? Na, diese grünen Schaltflächen. Die heißen Terminal, aber ist scheinbar nicht so. Die gibt es eigentlich als einzelnes Bauteil. Ich dachte eigentlich, die gibt es als einzelnes Bauteil.
Da! Control Panel. Ja. Thank you.
So, nur ist mein kleines Päuschen. Ja. Gerade schon angemeldet. Was zu essen, ne? Danke. Jo.
Guten Tag, Verzeihung. Ja, ich war tatsächlich was futtern. Das war aber gar nicht geplant. Hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Aber meine Freundin hatte mir ein wundervolles Mahl zubereitet. Frische Bratwurst, Kartoffelpüree, Spiegelei. Mhm. Vom Feinsten, sag ich dir, vom Feinsten. Oh, hervorragend. Guten Abend, falls du überhaupt noch da ist. Achso, das Ding habe ich jetzt gar nicht abgemessen hier. Also grob 20. Was haben wir hier jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus das, da ist vielleicht mal schon 4. Na, einfach. Was macht dein Moped? Ja, hab ein bisschen hin und her getestet. Dies heißt, ich fresse auch gerade was. so. Sauber. Okay, das Ganze jetzt wieder zurück. Okay. Was feiert er? Das Bild mit den Testergebnissen. Oh ne, was macht er denn jetzt hier?
Naja. Besser so. Es geht gar nicht, das Ding hängt da voll schief dran, ey. Naja, gut, könnte aber auch schlimmer sein. Jo, was brauchst du denn da? Rakete, Junge! Rakete. Also ein Senkrechtstarter mäßig oder was? Also ja. Ja, das ist jetzt hier 1, 2, 3, 4. Ja, toll, jo, war viel klar. Spaß noch, jo, danke, jo. Ja, würde ich ja gerne, aber ich muss da leider vor Ort arbeiten. Weil mein Chef der Meinung ist, dass Fahrgemeinschaften reichen würden. Ja, die Fahrgemeinschaften gerade nicht, da hockst du doch aufeinander. Ja, ich meine, tun wir deine Büro auch, weißt du, aber er möchte halt verhindern, dass unsere Leute, also die wenigen, mit Öffis fahren. Darum geht's ihm. Schon wieder verzählt, glaube ich. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Das ist ja auch interessant, okay. Was denn? Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, ob ich das irgendwie falsch verbunden hätte. Aber scheinbar kannst du durch große Frachtcontainer durchreichen, weißt du, durch diese große Luke, was wir mal festgestellt haben. Also so richtig ein paar tausend Sachen so. Ja. Nur wenn das Teil eine Batterie verbaut hat. Wenn es quasi möglich ist. Ja. Durch den Strom, dass das Zeug da durchtransportiert wird. Richtig. Du kannst auch irgendwo das... wie war das denn noch? Du kannst irgendwo auch das Fließbandsystem im Schiff abschalten. Also so, es frisst halt auch Strom irgendwie. Hm. Also dieses Transport. Ja. Ding jetzt. Das ist vielleicht ein Problem zu dem Zeitpunkt mehr, ne? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir das getestet haben. Besser. Jo. Das sind etwa große Triebwerke. Ja, wieso? Oder kleine. Nee, das sind große. Ich wollte gerade sagen. Weißt du, deswegen habe ich mich da noch nicht rangewagt. Ich hätte da schon 20 Stück von verbaut. Ja, aber warum? Du bist ja nicht schneller. Man muss ja, aber ein bisschen. Aber ich denke immer,
Ich habe alles voll mit Eis und so und denk immer daran, wie sich der Rover verhalten hat. Ja, das stimmt auch. Voll schade, ey. Gestern oder so, habe ich einen Anruf bekommen von meinem lieben Internetanbieter, dass sie einen Techniker vorbeischicken wollen. Ja. Weil die gemerkt haben, dass mit meiner Leitung was nicht stimmt. Ach nee. Ja. Gut, aber ich habe ihn ja selber nicht angefordert. Aber, ja. Mit ein bisschen... Der war schon, also, was heißt nicht der, sondern es war schon ein, zwei Mal in der ganzen Zeit, wo ich hier wohne, ne? Sei es jetzt irgendwie die 7 Jahre oder so, war schon mal einer hier. Und der hat quasi immer das Gleiche gemacht, der hat immer so ein bisschen hin und her gepegelt, was die Leitung angeht. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn irgendwie ein Haushalt mit dazugekommen ist oder weniger und so weiter. Mhm. Und das macht er jetzt diesmal auch. Ich kann mich daran erinnern, dass bei den letzten Malen war immer Packet-Schloss. Also da war immer Paketverlust auf der Leitung. Und, wow, einmal die Maus gegengehauen. Und danach war es auf jeden Fall immer wieder geil, weil der halt irgendwie mit so Messgeräte ankam und so weiter. Zockst du auf dem Privatserver? Ja, tun wir. Wir sind sogar zu zweit. Moin, Chrissy. Hm. Ist einmal Jim Bacon und meine Wenigkeit. Ja, der hat einmal den Katalysator durchgeblasen oder was? Der war wieder geil. Ja, wann auch immer er da an Zaubereien macht, ne? Also Warn ist ja nicht so unser Gebiet, deswegen ist ja das alles, was da draußen stattfindet, Zauberei. Nun ja, und jetzt hoffe ich, der sollte eigentlich morgen kommen und dann haben sie heute angerufen, ja, der ist leider krank. Wünschen wir ihm mal keinen Corona. Alter, lesen, fliegen, schweißen gleichzeitig. Und jetzt kommt er eben am Montag irgendwie. So. Ja, die Community-Server in Deutschland sind seit Sommer 10 leider sehr wenig geworden. Okay, das ist 10 Jahre her. Okay. Oder meintest du irgendwas anderes? Oder 0 und 9 liegt auch sehr dicht neben der Tastatur. 19. Ja. Ach, kick an. Hättest du jetzt Counter-Strike Source gesagt oder so, denn? Ich musste ganz ehrlich sagen, dass ich noch nie auf einem Public-Server gezockt habe. Das war mir immer zu wild, weil ich immer nicht wusste, inwiefern man seine Ware so schützen kann, wenn man offline ist und so. Weißt du, was ich meine? Achso, vielleicht sollte ich den hier mit aufnehmen. Ah, okay. Gut, reine PvE-Server hatte ich natürlich nicht auf dem Zettel. Ja,
Ich weiß, gut, PvE sagt es ja eigentlich schon, das heißt also, man kann von anderen Spielern nichts kaputt machen, oder wie läuft das dann? Ah, das hört sich immer nett an. Gut, also wir hatten jetzt hier noch nicht so gute Erfahrungen mit den NPCs, selbst die wenigen, die hier sind auf dem Planeten. Die haben uns ganz gut zu schaffen gemacht, aber auch nur, weil wir absolut null damit gerechnet haben. Wir hatten echt nichts so wirklich zur Verteidigung. Das Fahrzeug muss da ja immer noch stehen, fällt mir gerade ein, ne? Wahrscheinlich. Das waren noch Zeiten. Na wie jetzt? Kommen keine großen Steel Tubes mehr nach oder was? Ah doch. Jo, dafür muss ich mich eben kurz hinsetzen hier. Ich versuche das ja immer möglichst kompakt zu halten, alles, ne? Aber es ist echt schwierig, dieses Trial and Error. Ja, aber schade. Also wenn du dann, wenn du schon eigentlich die coole Situation hast, dass so eine sehr gute KI da unterwegs ist und dann sozusagen den Bug rausfindest, dann, ja, ist der Spaß natürlich schnell raus, ne? Also die Lust. Was ist denn eigentlich hier los? Wieso gibt es denn kein Alert? Vielen Dank fürs Followen, Chrissy. Alarm. Alarm. Das tut mir leid. Normalerweise hätte ich hier irgendwas passieren müssen. Obwohl, vorhin gab es ja ein Dings, ne? Hier sag mal eben schnell. Bei dem Sub, den hervorragend dagelassen hat. Ach, guck mal, funktioniert doch. Komm nur verzögert. Eine Rakete. Ich hab Bock auf eine Rakete, deswegen brauche ich eine Rakete. Gute Rakete. Ich bin mir durchaus im Klaren darüber, dass es wahrscheinlich auch ja, ich sag mal, natürlich, man kann auch anders irgendwie ins All kommen. Bacon hat es schon mal gemacht, mit so einem kleinen Fahrzeug ist er schon mal so ein bisschen ins All gepiekt. Aber dass ich aber auch wieder runtergerockt habe hier, das sieht man leider nicht mehr. Also mit einem ähnlich, also mit einem kleinen Fahrzeug auf jeden Fall. Und dann gibt es dazu noch zu sagen, dass ich selber in Space Engineers, so lange spiele ich es ja auch noch nicht. Also ein bisschen länger auf jeden Fall als Bacon. Allerdings war ich immer nur hier auf dem Planeten.
und habe noch nie im All gelebt sozusagen. Ich bin zwar auch schon mal kurz hochgeflogen und so, aber ich bin zum Beispiel noch nie von einem Planeten zum nächsten geflogen und so. Das sind so Sachen, die jetzt hier in nächster Zeit nochmal anstehen. Und das Ganze möchte ich dann natürlich gerne mit einem vernünftigen Schiff machen und das baue ich mir einfach in Form einer Rakete, weil ich da Lust drauf habe. Was denn? Naja, das ist nicht zu unterschätzen. Ja, richtig, richtig, richtig. Also ich habe diese Runde sozusagen, also dieses Mal, wo ich Space Engineers angefangen habe, verläuft auch unheimlich gut. Ich habe es sonst immer ganz selten geschafft, Fahrzeuge, also was heißt selten? Ich hatte eigentlich nie Fahrzeuge, die länger als 20 Minuten überlebt haben. Die sind immer irgendwie kaputt gegangen, weil ich das Gewicht unterschätzt habe nach dem Bergbau und so weiter. Und diesmal bin ich einfach eine viel größere Spur vorsichtig. Energy low. Oh verdammt, die Dinger sind ganz schön groß. Ja, ich sag ja, die Dimension. Ja. Wir brauchen halt mehr Platz. Die sehen überall gleich aus. Obwohl, die Lösung finde ich eigentlich jetzt geil. Ich muss sie nur noch ein Stückchen größer machen. Geht denn hier ab? Bin ich besoffen? Ja, bin ich. Ja, gut. Tja, liebe Leute, es ist zwar wieder sehr stark ärgerlich, gerade wieder bei 10 Zuschauern. Für so einen Lütten-Streamer wie mich ist das ja immer ein tierisches Highlight. Allerdings muss ich sagen, dass wir hier in einer Viertelstunde Schicht im Schacht machen. Heute ist der zweite Mittwoch sozusagen. Alle zwei Mittwoche. Mittwochi machen wir um 21 Uhr schon Schluss. Das ist der Tatsache geschuldet, dass ich mit meinem guten Kollegen Dr. Dreist einen Podcast aufnehme, welchen man derzeit auch übrigens auch auf YouTube hören kann. Ja, komm, machen wir mal direkt ein bisschen Schleichwerbung. Ist ja nicht Schleichwerbung, das ist schon mein... Schleich, das ist schon richtige Werbung. Ist schon Reinmarschierwerbung, ist das.
ist denn der Kanal? Da wäre mal jetzt in der Zeit, falls er zu Hause eingesperrt ist, totale Langeweile hat, kann sich hier unter dem Link sich den Podcast mal zurücklegen, mal eine Runde reinhören und als allerwichtigstes Feedback geben. Puh, ich könnte die Tanks jetzt nackig lassen. Inventory full. Oh, fuck it. Gut. Ach so, um den Satz zu Ende zu bringen, es ist halt so, dass ich den Podcast an jedem zweiten Mittwoch immer aufnehme, weil er an jedem zweiten Montag kommt. Also sprich, jetzt am Montag ist die neue Folge. Diesmal das Thema Apokalypse. Passend. Ja, so ein bisschen schon, aber ich denke dabei, das ist, das Thema von Dreist gewesen und ich denke dabei hat er sich schon was gedacht. Ja. Warst du mal einkaufen in letzter Zeit? Ah ja, stimmt, Metro, ne? Ja, Mann. Hast du das auch so hardcore miterlebt? Dass auf jeden Fall. Da fast prügeln und so? Naja, also was heißt prügeln nicht, Alter, aber da war schon echt Action, ne? Da war richtig gewuselt und du hast gemerkt, dass alle im Stress waren. Hm. Wie bekomme ich Kobaltbarren? Erstmal moin Starplace. Folgendes, ich gehe mal davon aus, du bist gerade einigermaßen frisch gelandet und du hast nur dieses Survival Kit in deinem Start, wie heißt denn so hier, in deiner Notfallkapsel, mit der du runtergeworfen wurdest. Mit diesem Survival Kit selber kannst du kein Kobalt herstellen, also keine Kobaltbarren. Glaube ich zumindest. Sondern nur mit einer großen Raffinerie. Die große Raffinerie kannst du nur auf einem großen Block setzen, so wie hier auf so einer Basis. Das hier ist eine Raffinerie, die ist sehr groß, passend zu den Blöcken, die auch groß sind. Falls du nicht weißt, wie man große Blöcke setzt, sondern du läufst immer durch die Gegend und hast hier nur so Lüttewürfel. Moin Kolo! Dann ist es so, dass hier, guck mal, unten bei mir in der Werkzeugleiste ist es die Nummer 6. Da ist der Block drauf, also auf der 7 ist dieser Block und auf der 6 der. Muss ich dir, glaube ich, nicht groß erklären. Und wenn du jetzt zum Beispiel nur den kleinen Block auswählen kannst, dann musst du nochmal die 6 drücken und dann verwandelt er sich in den großen. Wenn du schon vorhandene große oder kleine Blöcke hast, so wie hier, dann dockt das an. Hier oben wären ja zum Beispiel kleine. Wenn ich da jetzt mit dem Mauszeiger dagegen gucke, dann wird das automatisch klein. Ja, und wenn du halt in dem Modus bist und du möchtest unbedingt irgendwo in der freien Fläche große platzieren, dann musst du nochmal die 6 drücken. Kolo, vielen Dank fürs Followen. Und um eine Base zu bauen, ich weiß halt nicht, wie weit du bist, deswegen muss ich davon ausgehen, dass du halt eben noch keine Base gebaut hast und so weiter. Nimmst dir einen großen Block und setzt den schön in den Boden rein. Irgendwo. Da, wo er dir gerade passt. Ne? Und dann ist der verankert. Und dann kannst du darauf irgendwann größere Sachen bauen. Die große Raffinerie. Gucken wir hier rein. Je nachdem, ob Deutsch oder Englisch. Raffinerie suchen. Seit Sonntag. Guck mal, du bist ja noch ganz am Anfang. Dann sind solche Fragen ganz normal. Space Engineers ist da manchmal ein bisschen kompliziert und durchsichtig. Und irgendwie am Anfang scheint es recht unlogisch. Verzeihung. Corona. Genau, dann musst du hier mal nach der Raffinerie suchen. Auf der Taste G hast du ja alle Blöcke zur Verfügung. Auf Deutsch eben Raff, meinetwegen, auf Englisch Ref für Refinery. Und die Basic Refinery ist die kleine. Das siehst du auch hier oben, ob es dafür einen großen und oder einen kleinen Block zur Verfügung gibt. Lichtbogenofen. Das müsste eine Furnace sein oder so, ne? Gut, kann sein, dass sie im Deutschen Lichtbogenofen heißt. Wo waren wir gerade? Achso, jetzt rufe ich sie nochmal. Die Refinery. Die Basic Refinery ist nämlich nur verfügbar für große Blöcke.
Warte mal kurz, jetzt bin ich aber selber. Und die normale Refinery, das ist die bessere, genau. Die ist auch nur für groß. Während das Survival Kit zum Beispiel sowohl für groß und für klein. Hier oben siehst du es immer rechts. Ja. Also, wenn du da noch mehr Fragen hast, Starplace, gar nicht zögern, einfach Bescheid sagen. Ich spiele es ja auch noch nicht super lange, aber das, was ich beantworten kann, gebe ich natürlich gerne weiter. Gar nicht zögern, direkt bei YouTube suchen. Ist echt so, schmeiß Google an und lass mich in Ruhe. Ohne Witz, da gibt es echt sehr gute Tutorials, die einem überhaupt mit der Spielmechanik, wie das hier überhaupt aufgebaut ist und so weiter, in nähere Verbindung bringen. Sagt man das so? Ja, ich habe auch gerade überlegt, wie dein Satz jetzt zu Ende geht. Also ich war auch eher gespannt. Ja, das ist oft so, ne? Man kennt es. Ich fange Sätze an, ohne zu wissen, wie sie Kartoffel. Malkolo, wir würden hier, also das ist halt ein bisschen schwierig, weil ich keine Konfiguration für den Server gesetzt habe. Deswegen würden wir gerne vorerst erstmal alleine bleiben. Weil wir nicht wissen, ob wir und mit wem wir den Server so alleine lassen können. Wir kennen uns doch jetzt erst seit 3 Minuten. Kannst du mir vertrauen, wir kennen uns seit 3 Minuten. Ja, wir hingegen kennen uns schon. Ja, hör auf. Ja. Viel zu lang. Jetzt bin ich wieder deprimiert. Das ist echt krass, ne? Wenn man so guckt, Alter. Wenn du an irgendein Ereignis denkst und dann, ja scheiße, das ist 15 Jahre her. Ja, Mann, richtig krank. Da macht man sich irgendwie... Da macht man sich keinen Begriff. Nee, du, nee. Ich glaube, hier habe ich Quatsch gemacht. Das hier drüben auch. Ja, aber hier reicht doch dann der hier. Weg. Sieht das aus? Ah, kann man eigentlich mal machen, ne? Oh shit. Nee, jetzt muss ich den ganzen Kram zurückbringen. Also dafür muss ich Empyrean ja echt loben, ne? Es ist einfach, solange die Komponenten irgendwo am Fahrzeug hängen, hat es funktioniert. Aber hier musst du ja tatsächlich Verbindungen schaffen und. Ja, finde ich 1000-mal geiler eigentlich. Natürlich ist das andere leichter, ist natürlich ja, keine Frage, so, ne? Du kannst da beim anderen auf jeden Fall, hast du mehr Freiraum, sag ich mal so, ne? Kreativen Freiraum. Ist das so richtig? Nur alles klar.
Ach nee, bist du gerade. Ja, nur so ein bisschen da irgendwo gegen. Ja, hä? Was machst du denn da? Oha. Ist das die Tanks, ey? Yo. Jo. Das sind Dimensionen, ey. Ja, ach, das geht. Aber das sind. Moment, du willst mit. Wasserstoff fliegen? Unter anderem, ja. 5 Tanks, so. Ja gut, das sind ja auch große, ne? Da geht da bestimmt ein bisschen mehr rein. Ja, es sollen auch 10 werden. Ach, du ahnst es nicht. Ganz klassisch. Ja, völlig übertreiben. Ja, irgendwas stimmt doch hier nicht. Was habe ich denn da gemacht, ey? Das Gute ist, ich wollte erst viel bündiger bauen, aber jetzt habe ich nochmal richtig schöne Hohlräume hier geschaffen, die ich gegebenenfalls nochmal für Laufbandsysteme nutzen kann. Passt also. Ah, hier drüben noch. Aber Bacon, vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal sozusagen, wenn wir mit unserer offiziellen Runde Space Engineers durch sind, dass wir danach eine Creative-Runde machen, wo wir einfach so challenge-mäßig sagen, okay, 3 Stunden Bauzeit, ne, und dann einfach aufeinander loshacken. Ja gut, mit Waffen und sowas habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ja, ich auch nicht, bis auf die auf dem Dach, aber die stehen auch einfach nur, drehen sich und feuern, wenn was kommt. Na gut, jetzt feuere ich noch die letzten Stahlplatten aus dem Inventar. Das hier soll ja auch nur die Zwischenstrebe sein, also die Rakete wird wahrscheinlich auch noch viel höher, die muss höher werden, weil ich da ja noch viel mehr Sachen reinkriegen muss. Ja, sieht aber schon mal ganz nett aus. Vielleicht noch so von außen 2 Trägerraketen dran oder so, ne? Also 2 Boosterraketen. Da will ich es mir jetzt halt nicht so übertrieben, also nicht so aufwendig machen, sondern würde die zwar irgendwann oben Richtung All abdocken. Also sprich Triebwerke aus und abdocken. Und dann aber nur Fallschirme dran. Denn wenn man gerade hochfliegt, müsste der Kram auch irgendwo einigermaßen hier wieder runterkommen. Moment, du willst das Ding einfach nur vertikal nach oben schießen? Jo. Und sonst nichts.
Sonst nix. Und dann? Wie und dann? Da ist eine Base dann drauf dann. Wie? Wie? Was? Naja, so Sachen wie eine der vernünftige. Mann, der feuert dich einfach nach oben. Richtig, da ist eine Raffinerie an Bord und all so ein Kram. Ja, was heißt im All rum? Dann erstmal die ganzen. Wie heißt die denn? Meteoriten, vielleicht wo auch endlich mal Uran ist. Ich weiß ja nach wie vor nicht, wo jetzt Uran ist, da es nicht mehr auf dem Planeten ist. Naja, dann kann. Ich denke, ich werde da noch irgendwas dran bauen, was man abdocken kann, um dann andere Planeten zu besuchen. Das heißt, das Ding nehmen wir mit zu einem nächsten Planeten und dann schmeiße ich da die Kiste wieder runter. Also das angedockte Fahrzeug oder so. Ich weiß es noch nicht. Das Ding ist quasi ein Raumschiff. Also ein Schiff, so wie du es baust, nur mit einer anderen Form. Okay. Oh, jetzt schon wieder irgendwo ein Meteorit gescheppert. Alles klar, es ist 21 Uhr. Ich gehe mal hier auf die andere Szene. Ich bedanke mich recht herzlich für das Zuschauen, für den aktiven Chat, wie immer. Finde ich unheimlich gut, macht Spaß. Wer es noch nicht getan hat, gerne auf Follow drücken. Beim nächsten Mal wisst ihr Bescheid, dann wann es hier weitergeht. Die Atmos sind falsch rum bei deinem Kollegen. War nochmal ganz kurz die Meldung von Jeeper Creeper. Ja, stimmt, die zeigen nach unten. Also, gut, kann aber auch sein, wenn er schnell nach unten will. Ja, das ist der Plan. Gut, das nächste Mal sehen wir uns hier erst am Sonntag. Ganz normal nach Streamplan. Der Streamplan steht auch unten im Kanal drin. Ja, wie gesagt, freue mich über Follows. Dann kriegt ihr nämlich auch Benachrichtigungen, wenn es hier weitergeht. Sonntag, 14 Uhr. Ich hoffe auch wieder mit Jim Bacon. Ich weiß nicht, hat sich noch nicht geäußert. Wie sieht's aus? Ich schau mal in meinen Terminkalender. Selbstverständlich. Na, hervorragend. Dann sehen wir uns am Sonntag wieder zu Space Engineers. Ich sage vielen Dank und holt euch fruchtig. Bis dann.